Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir sind am Schrottplatz und mit mir ist der Satsch Müller. Moinsens. Na, oh, das bist du gar nicht. So, Freunde, das ist jetzt das entscheidende Spiel für mich, weil ich da bin ich Rang 18 und das ist der Fallmann. Ach, Rang 18. Ich dachte, du bist dein Level 8, also Quatsch, bis jetzt du so schnell auf Level 18 kommst. War das knapp. Eine knappe Sache. Diesmal habe ich die Karte mitgenommen, weil meine Medipacks ausgehen. Ach, Kack. Und ich die noch nicht mal großartig benutzen konnte. Da wir haben hier einen Vollprofi. Und er schafft nicht einmal diesen verschissenen scheiß Generator ordentlich anzumachen. Und wir haben hier einen Rang 1 in einem Team. Und das ist der BBJJ 1987. Ach, ich bin... Was ist denn los? Warum habe ich den denn nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich bin am Arsch. Der ist da hinter der Ecke gelaufen und ich habe den nicht gesehen mehr. Ich habe die ganze Zeit drauf geachtet und da steht auf einmal hinter mir. Kann er sich beamen oder was? Hat er gemacht. Ich bin da am Haken. Du bist echt weit weg. Kommt er dann von denen? Nein. Der Typ ist auch weg. Jetzt kommt er wieder. Ach nee, da steht... Ist er das da? Hä? Ach ja, das steht da rum. Och Mann, ey, solche Spielverderber, ey. Das ist so nervig. Ah, kämpft er jetzt? Oh ja, steht genau da vorne. Okay, jetzt geht er woanders hin. Er geht weg, oder? Ja, er geht weg. Ich werde gerettet. Ja, natürlich, dieser Wichser! Immer ich! Warum denn immer ich? Fick dich, bin tot. Oh Mann, ey, geht mir das auf den Sack. Warum denn immer ich? Warum kann der Müller nicht mehr dranhängen? Wie nett? Ja, aber weil es mich immer zuerst erwischt. Das geht mir auf den Sack. Mann, ey. Da wieder zuklötzen. Ach ja. Ja. Der liebe Herr Müller, der guckt in den Stein da rum und guckt da und guckt und guckt. Du bist ein schöner Raider. Generator Alligator. Und das da unten immer rumleckt, rumklitscht, dieses Zeichen von dir. Oh. Dein Perk. Das ist ganz komisch. Ja. Oh, hey. Zu viel geklitscht. Hätte ich gesehen. Woher weiß er das denn? Ich kann hier gerne noch einmal. Was hat er denn so? Warte mal, was hat er denn so? Er hat heimtückisch schaltet die Team die Tarmfähigkeit frei. Beim Stillstehen für 4 Sekunden verkleinerst du deinen Terrorradius auf 0 und wirst unsichtbar. Bist du dich wieder bewegt oder andersweitig tätig wirst? Aha. Brutale Stärke. Deine größte Stärke erlaubt dir, die Abwehr deiner Opfer zu durchbrechen. Zerstöre heruntergefallene Hindernisse 20% schneller.
Eiserner Griff, ja. Und Detektivmütze schaltet Potenzial der eigenen Aura-Lesefähigkeit frei. Zeigt die Auren von sterbenden Überlebenden. Das hat er so, das Zeug. Okay. Ich sehe, wo du bist denn kommen. Oh, das geht ja fix. Jo, was hat der denn? Wie heißt denn der? Ach, so weißt du jetzt gar nicht. Oder da kann ich mal kommen? Der ich heißt Nebula. Nebula, ist das. Der hat einmal, dass er hier diesen Perk mit sabotieren. Was ist denn das da? Wir lesen mal kurz. und zwar da einmal, oh, der hat äußerst selten hatte das Saboteur schon. Also in rosa schon. Jo. Sabotagefähigkeit 50%. Mit Werkzeugkasten 100%. Vorwarnung hat er auch in Pink. Eiserner Wille. Mhm. Und wir werden das schaffen, anderen zu helfen. Erhöht deine Arbeitsmoral für jeden Überlebenden, den du von einem Haken rettest. Erhältst du zusätzlich 100% Geschwindigkeitsanstieg. Der bis zu einem Maximum von 100% steigen kann für die Dauer von 90 Sekunden. Leck mich am Arsch. Aber irgendwas mit Heilen hat er nicht so. Also der eine Generator braucht nur noch einmal geschnipst werden. Finde ich eine gute Idee. Wo ist der denn? Der liegt da rum, vor dir. Also siehst du ja nicht. Doch, da jetzt siehst du. Ich bin da verschleppt. Na geht in den Keller. Okay. Jo, und er geht aber... Ne, er bleibt im Keller. Er bleibt im Keller. Hm? Er steht da unten und guckt. Bleib oben, da ist... Achso. Jo, der guckt da noch. Joa, soll er doch klatschen. Mach dich zum Ausgang, genau. Jo. So, liebe Freunde, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir ständig auf Zuschauen gehen sollen oder ob wir weitermachen sollen. Bis diese Antwort unten drunter steht, werde ich einfach mal weiter zugucken, wenn irgendwas ist. Weil manche finden das ja auch sehr spannend, aber gerade bei so einem Fall wie vorhin mit dem, oder wie gestern, beim letzten Part, mit dem Typ, der so ewig lang gerannt ist, ob er das sowas sehen wollt weiterhin oder ob ich das lieber rauscutten soll oder... Das würde mich mal interessieren, weil ich denke ja immer sehr interessant. Der steht da unten. 18, 18, 18. Egal, tue ich jetzt auch mal kurz zuschauen. Der steht da unten. Der steht da. Ja. Das Gute ist ja, der hat diesen Perk, dass wenn er die ganze Zeit rumsteht, dass er dann auf, dass dann die Dings, also die hören den dann nicht, wenn er jetzt die ganze Zeit in der Ecke steht. Und gut, dass ich rausgegangen bin. Willkommen, das schaffst du auch noch mit. Und Tschüssikowski. Ja, das war's. Bis zum Geier. Ach, ist die doof. Okay. Ist zum Glück noch reingefallen. Mal gucken. Aus. Jetzt gucken wir mal, was sie alles haben. Ach, 3000 Punkte, ey. Ich könnte so kotzen, ey. Sie hatte Niederöd. Ja, gut. Ich hab's sofort... Ach nee, hab ich nicht. Eintritt. Ja, ich hab's sofort uns vorgelesen. Von daher, ich sag jetzt mal, wir sehen uns beim nächsten Kill. Also, Reporteur. Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und wir sind im Schutzwald, diesmal hier bei Dead by Daylight, und mit am Start ist der Sergeant Müller.
Oh, und der Geist. Moinsens. Ich mache hier mal den Haken. Oh. Der Geist. Jo, er ist bei mir. Er ist gerade vorbeigerannt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo du bist. Klingt wie weiter weg. So, erster Haken weg. So, und erster Generator. Dann hau mal rein. Bist du auch am Generator lang? Nö, der geistert hier gerade rum. Auch ganz dahin. Da, ja, da wo er umgefallen ist, da bin ich circa. Nein! Nein! Ob der jetzt hierher kommt, ich weiß es nicht. Nö. Was nö? Der campt hier, glaube ich. Glaubst du? Ja. Ja, der hockt hier und guckt hier hin. So. Ah, Entschuldigung. Das ist geruckeltes Spiel, das glaube ich doch nicht. Egal, ich habe gerettet, habe Punkte bekommen und ich hau jetzt auch ab. Ne, der ist jetzt sowieso tot, ne? Ja. Ich habe es aber immerhin probiert. Mann. Komm schon. Scheißhaken. Hier bist du. Zack, wieder gesehen. So. Oh, oh, da ist er. Klung. Ah, da hinten rennt er rum. Alles klären. Oh. Er läuft, glaube ich, ich weiß nicht, wo du bist. Ich, aber, du bist hinterm Stein, ich sehe dich. Okay, da ist hier in die Richtung gelaufen, wo ich hinguck. Okay. Also, da, ja, jetzt habe ich mich gerade umgedreht. Also da, wo genau in die Richtung ist er gelaufen, wo du hinguckst. Okay. Puh. Ich guck nach hinten. Nach vorn. Ne, guck du nach, oder? Ich weiß gerade auch nicht, wo ich hingucken soll. Da hat sowieso einen. Von daher, ach, jo. Da dort ist er. Ah. Na komm schon. Super.
nächste Generator darin. Man weiß halt nie, ob der jetzt campt oder nicht. Und, oh, das ist so doof. Mann. Egal, einfach weitermachen. Der lässt sich, glaube ich, killen. Mhm. Okay. Hier ist der nächste, fast fertig. Ah, ist schon fertig. Ein noch, den kriegen wir, Onkel. Den kriegen wir. Ist hier einer? Geh weiter, was machst du denn? Ja, ich habe gehorcht. Ob ich ihn höre. Da ist einer. Da ist der nächste. Genau beim Ausgang. Okay, also wenn wir das Dreiviertelste weg haben oder so, dann. Da ist er. Oh, fucking. Ja, super. Renn doch gegen Baum, du Wichser. Oh. Und ich habe hier keinen Haken weggemacht in der Nähe. Fuck. Ich bin am Haken. Ich bin am Haken. Da läuft aber diesmal weg. Ah, nee, da ist ja auch noch eine Nähe. Der ist rechts, ja, von mir am Baum. Ja, ich sehe ihn. Okay. Warum ich wieder? Warum wieder ich? Das ist doch so typisch wieder. So, ich sehe ihn nicht mehr. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Aber das Lustige ist, der hat den Baum genau vor sich. Und der hat das. Oh, fuck. Jetzt sehe ich kurz nicht bevor mehr. Es zu Ende ist. Was? Komme ich. Kurz bevor es zu Ende ist, komme ich. Wie kurz bevor es zu Ende ist? Ja, kurz bevor dein Leben zu Ende ist, komme ich. Woher willst du das wissen? Ach so, siehst du ja. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Weil ich habe keine Ahnung. Also ich sehe ihn halt nicht mehr, weil ich nicht mehr einen Blickwinkel habe. Da ist er. Ja, mir wieder einer. Die sagt. Warum denn immer ich? Lass mich in Frieden. Hat zweimal vorbeigeschlagen. Gut, ich suche einen anderen. Bitte. Hurensohn, nein! Ach, dieser kleine Sack, ey. Okay, der sucht jetzt wahrscheinlich dich oder so. Nee, doch nicht, der hat mich. Oh Mann. Ist das nervig. Komm schon. Er hat mich an Haken gehangen. Ich bin, glaube ich, gleich tot, oder? Ja, natürlich. Super. So, jetzt mal gucken, ob ich da höre. Der ist weit weg von dir. Nee, die Klappe. Die ist doch noch gar nicht auf, musst du warten. Warte, jetzt. Nee, immer noch nicht. Jetzt. Meine Fresse. Ja, ich habe mich auch erschreckt. Du? Ja, versteck dich irgendwo, die Lella. Komm schon. Ja, super. Keine Risiken eingehen, mein Freund. Oh, leckt das bei dir auch so oder ist das nur bei mir?
Bei mir liegt nichts. Hör mal auf, immer zu ruckeln. Nein. Er ist unsichtbar. Wie ist hier? Warte, warte. Nee, ist gar nichts. Doch, da ist er. Ja, super. GG. Oh, ich hab 10.000 bekommen. Wow. Ehrlich? Yay. Oh. Ah, fast 20.000. Aber trotzdem kriege ich natürlich keinen Punkt. Nö. Und? Auch wenn du 10.000 hast, kriegst du keinen Punkt. Ist nicht immer gegeben. Ja, dann würde ich sagen, 15.000 habe ich. Sehen wir uns beim nächsten Kill. 1.000.